Hallo, grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Gutes neues Jahr. Alle Jahre wieder am 1. Januar-Wochenende. Die Modellbahntage in Stetten sind für viele Eisenbahnfans ein fixer Termin im Kalender. Hier bekommen Sie so manche Idee für die Modellbahn zu Hause. Wir zeigen, was in den Jahren 2018 bis 20 beeindruckte. Abschauen und Nachbauen erlaubt. Es handelt sich um Stetten an der Donau im Süden Baden-Württembergs, wohin es Anlagenbauer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum verschlägt. Wir waren vor 2 Jahren das erste Mal als Besucher hier. Und meine Kollegen, die damals hier waren, waren auch schon so begeistert von dem vierfamiliären Umfeld, von der prima Atmosphäre, dass wir gesagt haben, dann sind wir auf jeden Fall gerne dabei. Für mich ist das immer ein Highlight, diese Ausstellung. Man kommt zurück zu Freunden. Dann sind wir auch ein Kreis von Ausstellern, die sich halt immer wieder sehen. Und wir haben halt mal die Chance, unsere Anlagen aufzubauen. Und Stetten hat schon einen besonderen Flair bekommen in den letzten Jahren. Sie sehen das ja selber, was jetzt gezeigt wird. Das ist schon genial. 2018. Modellbauer Rainer Gilde zeigt, was sein Verein mitgebracht hat. Reger Betrieb auf großer Anlage. Wenn die Modellbahnfreunde aus Rödental bei Coburg mit ihrer Flusslandschaft H0 bei Ausstellungen auftauchen, stehen sie meist im Mittelpunkt. Allein schon wegen der Beschaffenheit ihrer Anlage. Also die große Anlage, die haben wir schon vor einigen Jahren fertiggestellt und war eigentlich auch dafür gedacht, lange Züge fahren zu können mit einer leicht geschwungenen Linie, sage ich mal, und entlang eines Flusses. Und das könnte bei uns am unteren Mainlauf, also wo der Main schon breiter ist, spielt. Für die Besucher kann man halt auch viele verschiedene Züge fahren lassen. Das ist also immer abwechslungsreich, eine reine Fahranlage. Doch die Geschichten am Rande machen den Zügen Konkurrenz. Radler und Paddler gehen unbeirrt ihrem Hobby nach. Und auch die Camper lassen sich durch vorbeiratternde Züge nicht stören. Ein Reisebus spuckt Touristen aus und man fragt sich, ist für sie die Dampflok oder eher das Frachtschiff die Attraktion? Ohne Unterbrechung geht es auf der zweigleisigen Hauptstrecke rund. Johannes, den ICE noch mal? Die Züge führen weiter zur nächsten lebendigen Geschichte. Die Besucher dürfen eintauchen in eine längst vergangene Zeit. Hoch über der Bahnlinie finden alljährlich Ritterspiele statt. Zahlreiche Touristen zieht das an. Es gibt für sie allerhand zu bestaunen. Ja, staunen sollen auch die Besucher bei den Stettener Modellbahntagen. Auch natürlich ein bisschen Unterhaltung dabei, weil man muss ja auch versuchen, wenn man selber Modellbahnausstellungen ausrichtet, dass man alle Teile der Bevölkerung anspricht. Nicht nur die absoluten Profis, sondern auch eben Familien und Kinder daran führt und auch ein bisschen Spaßfaktor vermittelt. Und das gelingt den Modellbahnfreunden Rödental. Um Nachwuchs für den Verein brauchen sie sich nicht zu sorgen. Wir haben vor 4 Jahren begonnen durch Ferienmaßnahmen, dass wir also mit dem Stadtjugendpfleger zusammen das angeboten haben, auch mal in Ferien Kurse zu machen. Und das hat sich so gut entwickelt, dass wir jetzt im Verein 12 Jugendliche haben. Also ich denke mal, der Virus ist gepflanzt und da können wir also sehr zufrieden sein, dass von den jungen Leuten was nachkommt. Der Nachwuchs auf ihrer Anlage. Eine Bauernfamilie bewirtschaftet ein stattliches Gehöft. Und das ist längst nicht die letzte Geschichte, die zu entdecken ist, unweit der vielbefahrenen Bahnlinie. Musik
Wolfgang Stößer ist in Städten eine feste Größe. 2018 widmet er sich Kuba und einem Tal mit üppigem Grün. Ich war noch nie in Kuba. Ich habe recherchiert im Internet. Da gibt es sehr viele Bilder, Filme von Musik, von Eisenbahn, von der Bevölkerung, von der Geschichte. Daraus habe ich gelernt. Das Valle de Viñales hat er in ein Diorama gepackt und mit einer Schmalspurbahn durchzogen. Gefahren wird analog, ganz einfache Schaltung, weil mein Baby ist es einfach, Landschaften zu kreieren, weniger die Fahrtechnik. In dem Fall habe ich angefangen mit den Felsen. Die Felsen sind modelliert, gefärbt und dann ging es um das Grün. Ich habe reinen Sprühkleber benutzt, sonst nichts anderes. Ich wollte diesen Versuch wagen, Kuba in der Fülle der Natur wiederzugeben, mit neuer Technik, und habe mich da Schritt für Schritt rangetastet. Und wenn es zu viel war, habe ich einfach mal Pause gemacht und habe alles liegen gelassen. Und dann aber mit Elan und Spannung vor allen Dingen und Freude weitergearbeitet. Weil in Kuba Dampfloks mit Öl fahren, hat er eine amerikanische Lok umgebaut. Sie bringt Pilger und Touristen zu einem Wallfahrtsort. Gebetet wird zur barmherzigen Jungfrau von Cobre, der Schutzpatronin Kubas. Andere ehren lieber Che Guevara. Der Freiheitskampf, ist der nicht längst Vergangenheit? Nein, nein, das ist so üblich in Kuba. Es ist also wirklich so nachgestellt, dass es da immer noch Bilder gibt mit Propaganda, wenn man will, mit Propagandasätzen und Slogans, die da angebracht sind in den öffentlichen Straßen. Ja. Hier verspielen sie sich dezent im kunstvoll gestalteten Grün. Auch die Palmen passen sich harmonisch in die Landschaft ein. Die Blätter sind gekauft, die sind gelasert auf Karton. Sie sind dann geformt, eingefärbt und der Stamm ist Eigenbau. Versteckt in einer Ecke ein alter Nickelstollen. Das Modell Valle de Viñales macht Lust auf mehr. Also auf nach Kuba. Und wann reist der Modellbauer? Da muss ich meine Freundin fragen. Gerne, ja, gerne. Frohwald Rünzi, ebenfalls 2018 in Städten dabei. Mitgebracht hat er eine deutsche Mittelgebirgslandschaft auf drei Ebenen mit einer Ausstattung, die bei Ausstellungen seit Jahren ein Hingucker ist. Dabei ist sie nur 2,50 Meter mal 1,40 Meter groß. Und noch erstaunlicher, sie lässt sich wegklappen in einen Schrank. Die ist entstanden aus einem ehemaligen alten Bücherregal. Das wurde irgendwann nicht mehr gebraucht. Und dann habe ich das umfunktioniert und habe gedacht, da mache ich eine klappbare Anlage rein. Die hat bei uns zu Hause Platz. Alle Gleise führen nach Buchheide, ein Bahnhof, der nicht für jeden gleich ein Begriff sein wird. Für mich war es Fiktion. Inzwischen habe ich festgestellt, das gab es wirklich. In der Nähe von Berlin im Osten. Aber hat mit dem nichts zu tun. In seinem Buchheide gibt es ein Dampflokbetriebswerk. Der Bahnhof besitzt auch eine Dieseltankstelle. Mit Dampf und Diesel geht es dann durch eine mehrfach untertunnelte Landschaft. Alles ganz entspannt hier. Die Bauarbeiter überarbeiten sich nicht. Und es ist auch schon eine Weile her, dass diese Anlage entstanden ist. 83 bis 85 ungefähr. In der Zeit habe ich das gebaut. Und seither pflege ich es halt. Viele Leute bauen ja in der Zeit 10 Anlagen. Ich betreue dauernd die. Als letztes hat er sich noch um die Elektrifizierung der Strecke gekümmert. Eine funktionierende Oberleitung ist ihm schon wichtig. Die E-Lok fährt nur auf der Talstrecke, von Buchheide nach Buchheide. Wie lange wird Frohwald Rünzi wohl noch mit ein und derselben Anlage auf Ausstellungen gehen? Ich merke immer,
die Rückkopplung von den Leuten, denen gefällt es. Und den Kindern gefällt es, die haben ja gar keine Gelegenheit mehr, sonst sowas anzugucken. Und darum mache ich das halt noch. Und mir selber macht es halt auch Spaß. Modellbahntage Stetten 2019, neues Jahr, andere Aussteller. Wie Jürgen Hauser von den Modelleisenbahnfreunden am oberen Neckar. Sowas lässt sich bei eBay finden. Ja wirklich, der Modellbauer und seine Vereinskollegen haben die Anlage Winterland dort gekauft. Also quasi selbst Weihnachtsmann gespielt und sich beschenkt. Zu Weihnachten gehört Winter, ja. Komischerweise ist es ja so, dass immer eine Eisenbahn und Weihnachten gehört auch zusammen. So war es bei meiner Jugendzeit. Ich durfte meine Modelleisenbahnanlage auch nur zu Weihnachten aufbauen und musste die dann wieder ja, Mitte, Ende Januar abbauen. Ja. Nach dem Kauf mussten die Modellbahner die Anlage erstmal restaurieren und es neu schneien lassen. Wir haben von Gips mit Vogelsand, dann weiß anmalen über die Schneeflocken, die es zu kaufen gibt. Ja. Aber und dann eine Mischung dementsprechend. Also es ist jetzt nichts aus der Packung, es ist alles ein bisschen ja, versucht. Und teilweise der Schnee mit so einem ja, Kuchenstreuer, sag ich mal, wie es die Mutter macht. Ich habe das dann bei meiner Frau geklaut. Ja. Ich glaube, sie hat es noch mal vermisst. Ja. Ich habe es jetzt bei mir. Ja. Und auch die ganze Spachtelei und so, das sind halt wieder Haushaltsware, viele Sachen. Ja. Ob die Kinder es schaffen werden, per Schlitten den Schienenbus zu erreichen, bevor er wegfährt? Von der Haltestelle muss der Pfarrer noch ein gutes Stück zu Fuß gehen. Auch das sind Fahrgäste. Der Schienenbus fährt auf der Anlage nicht zum Selbstzweck. Er ist eingebunden in kleine, feine Szenen. Menschen bringen Leben ins Spiel. Ja? Und so ist es auch bei unserer Anlage mit vielen verschiedenen Figuren und vielleicht ein paar kleine Geschichten, ja, und ein paar Gags, wo vielleicht auch gerade ein Pinguin, wo mit dem Zug fährt, ist vielleicht ein wenig witzig. Nicht ganz so real, aber das ist ja, sage ich mal, Modellbahn, ein wenig Traumwelt. Ja? Und muss ja nicht alles eins zu eins passen. Ja? Michael Fuchs und Jürgen Funk kommen 2019 mit einer 12 Meter langen Modulanlage nach Stetten. Eisenbahnvergangenheit in den Appalachen von West Virginia im Osten der USA. Also das ist die Norfolk and Western Railway. Das ist eine Bahngesellschaft, die, meine ich, um die 1880 gegründet worden ist. Und die von Beginn an gleich sich zur Aufgabe gestellt hat, die Kohlevorkommen in den Appalachen zu erschließen. Und wir fahren hier auch rassereine Züge. Also bei uns gibt es keinen Mix von irgendwelchen bunten und schönen Lokomotiven, sondern wir wollen also jetzt tatsächlich diese Geschichte so darstellen, wie es damals war. Und wir stellen die späten 50er Jahre dar. Die Minengesellschaft hat für die Bergarbeiterfamilien eine Siedlung gebaut, mit eigenem Kaufladen für die täglichen Dinge des Lebens. Auf der Eisenbahnbrücke stehen in regelmäßigen Abständen Fässer. Das stammt eigentlich aus einer Zeit, als alle Brücken noch aus Holz waren. Und die Dampflokomotiven, die da drüber gefahren sind, die haben oft auch Funken aus dem Kamin rausgestoßen oder die haben Schlacke aus der Feuerbüchse verloren. Und da hat man in bestimmten Abständen Fässer aufgestellt, die entweder mit Wasser oder mit Sand gefüllt waren, um halt so entstehende Brände möglichst schnell löschen zu können. Später sind die Brücken aus Eisen dann gewesen, aber die Bestimmung gab es dann nach wie vor. Das Herzstück der Anlage, die Kohlesortier- und Verladeanlage. Eine eingleisige Nebenstrecke führt zu ihr. Hier purzelt echte Steinkohle. Die Modellbauer wollen authentisch arbeiten.
Naturmaterial verwenden sie aber auch noch aus einem anderen Grund. Wenn man jetzt Kunststoffgranulat nimmt, durch die Reibung in diesen Schnecken und auf den Förderbändern lädt sich das auf und dann klebt es überall dran. Deshalb haben wir uns entschieden, richtige Kohle zu nehmen. Die haben wir bei uns in der Nähe, gibt es eine historische Eisenbahn, da haben wir halt ein bisschen Kohle geklaut und die haben wir dann mit dem Hammer bei Michael auf dem Hof zerkloppt, haben wir natürlich ausgesehen wie Sau, ne? Und dann haben wir die über Siebe gereinigt und teilweise haben wir auch eine alte Kaffeemaschine genommen und haben die dann mit der Kaffeemühle zerkleinert. Jetzt trinken wir halt unseren Kaffee schwarz. Das Modell hat eine ausgeklügelte Technik, die bedient werden muss. Bei den Stettener Modellbahntagen geht nichts ohne Helfer. Genauso wie auf der Strecke. Mit den vollen Wagen plagt sich eine betagte Lokomotive ab. Eine aufwendige Anlage, die nichts fürs stille Kämmerlein ist. Wir haben ja auch die Anlage nur an Ausstellungen, sonst haben wir sie ja nicht. Also da haben wir auch, die sehen wir nur einmal oder zweimal im Jahr, sehen wir sie so. Das ist für uns halt auch immer ein Aufwand. Also diese Anlage, die bedingt natürlich doch einiges an Logistik. Wir brauchen die Leute, die dabei sind und wir müssen auch Urlaub nehmen, weil wir weiter noch berufstätig sind. Ich muss da nicht unbedingt selber rumspielen. Wenn es funktioniert bei unseren Helfern, dass das alles, dann bin ich schon zufrieden. Die kommen gerne und wir sind froh, wenn sie da sind. Ein Jahr später, die Modellbahntage Stetten 2020 mit neuen Anlagen-Highlights. Jens Petermann ist Mitglied der Modellbautruppe der Bimmelbahner aus dem Erzgebirge. Fahrzeuge, die auf sächsischer Schmalspurbahn unterwegs sind, durchqueren seine Heimat, wo Beeren und Pilze gesammelt werden. Eine Landschaft, dem Vorbild, täuschend ähnlich. Man sollte sich in der Natur ein bisschen auskennen, halt auch mal durch den Wald gehen mit offenen Augen und versuchen, die Bäume halt realistisch zu bauen. Es wird nicht gleich der erste gelingen, aber es wird, ja, die Bäume baue ich selbst. Aus Draht gedreht ist der Rohling und die Rinden, die werden dann halt mit Holzschleifstaub modelliert und dann elektrostatisch beflockt bei den Nadelbäumen. Und ansonsten kommt ein Vlies drauf bei den Laubbäumen und halt Laub wird aufgestreut. Neben dem dichten Wald ist auch die lichte Streuobstwiese bis auf die Früchte genau nachgebildet. Ganz traditionell fährt eine sächsische 4K mit Personenwagen durch die idyllische Landschaft. So wie heute noch vielerorts im Museumsbetrieb. Von den Neubaudampfloks aus DDR-Zeiten sind gleich mehrere im Einsatz. Fünffach gekuppelte Tenderloks mit Vor- und Nachlaufachsen. Nach dem Zweiten Weltkrieg von der Deutschen Reichsbahn beauftragt und in den 50er Jahren in Babelsberg gebaut, waren diese Loks leistungsstärker als ihre Vorgänger. Heute gehören 15 davon der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft. Jagd auf den besten Schnappschuss. Trainspotter gab es in DDR-Zeiten natürlich auch, erlaubt war das aber nicht. Wie man hier sehen kann, konnte das für die Eisenbahnfans richtig unangenehm werden. Naja, die haben halt die Eisenbahn fotografiert, diese Betriebsabläufe, das war zu DDR-Zeiten nicht erwünscht. Und da hat halt der Staatssicherheitsdienst die Polizei angerufen und es gab halt klärende Gespräche. Und wie fiel die Strafe aus? Weiß man nicht. Es wurde einiges gemunkelt. Vergangenheit. Auch das Thuma-Schmalspurbahnnetz südlich der damaligen Bezirkshauptstadt Karl-Marx-Stadt mit der Haltestelle Jansbach gibt es heute nicht mehr.
Das Erzgebirge ganz klein und doch große Bimmelbahn-Nostalgie. Heinz Muhlheim bringt die spektakulärste Anlage mit. Willkommen auf einer legendären Bergstrecke. Die ursprüngliche Gotthardbahn präsentiert der Schweizer 2020 in einer persönlichen Interpretation. Ich komme ja von Göschenen, das ist mein Heimatort. Und ich bin natürlich schon als Kind gerne am Bahnhof und habe geschaut. Und später bin ich mit meinen Kindern immer an Gotthard, haben wir die Züge beobachtet. Und darum war es für mich eigentlich klar, wenn eine Anlage, dann eine Gotthard-Anlage. Doch nicht Göschenen oben am Gotthardtunnel, sondern ein Dorf weiter unten hat er verewigt, Gurtnellen. Nur wenige Gebäude sehen im Original wirklich so aus. Das Restaurant und der Bahnhof aber schon. Grundsätzlich geht der Modellbauer akribisch vor. Ich bin natürlich dann ja spezifisch an Gotthard gefahren, habe Fotos gemacht und habe mich entschieden, diese Passage gefällt mir. Dann ein Teil von der Südseite, ein Teil von der Nordseite. Und so habe ich zusammengestellt, was ich machen will. Die wilde Reuss auf der Nordseite. Überragt von faszinierenden Eisenbahnbrücken. Außer der Wattinger Brücke sind sie, genauso wie die Tunnelportale, nach den Fotos in Eigenbau entstanden. Das Rollmaterial ist durchweg im Einsatz. Heinz Muhlheim verwendet vorwiegend Loks und Wagen von Roco und Märklin. Und was passiert ganz oben? Hier thront die Kirche von Wassen. Ja, das ist einfach das Wahrzeichen auf der Gotthardstrecke, weil man sie dreimal sieht aus allen Perspektiven. Und ja, es gehört einfach zum Gotthard, oder? Doch nicht alles ist monumental und einfach nur großartig. Kleine Szenen aus dem Leben von Touristen und Einheimischen sind festgehalten. Die Bergbauern arbeiten in einer Felslandschaft, die aussieht wie echt. Fast beängstigend dicht wohnen sie am Abgrund. Auch ihre Weide ist begrenzt von realistisch wirkenden Felsbrocken. Aus echten Steinen stelle ich Silikonformen her, aus Gips und fülle sie hinten mit Schaum aus, damit sie möglichst leicht sind. Und dann baue ich Stücke davon ein. Ich mache relativ große Teile, damit ich auch große Abschnitte damit ausfüllen kann. Oder breche dann gewisse Stücke ab für kleinere Passagen. Dieses Bahnwärterhaus auf der Südseite des Gotthards steht heute nicht mehr. Hier braust der Zug über das Pianotondo-Viadukt, das Heinz Muhlheim aus Platzgründen nur mit 6 und nicht mit 8 Bögen nachgebaut hat. Wanderer im Tessin in einer stillen Ecke der 4x5 Meter großen Anlage. Und als Belohnung für die Anstrengung gibt es einen guten Tropfen aus dem Weingut Corleone. An alles gedacht. Der Grundbau mit Felsen und allem ist fertig. Jetzt kommt noch die Begrünung. Bäume, vielleicht 2-3 Häuser noch, ein Stall und dann noch etwas Wasser, Wasserläufe. Ich baue jetzt eigentlich mein ganzes Leben immer Anlagen und das ist eigentlich meine letzte. Ich mache die jetzt fertig und dann mache ich was anderes. Marcel Ackle, ebenfalls Schweizer, er baut Feldbahn-Dioramen. Geangelt hat er sich eine sehr seltene Spurweite 0F in einer Kulisse wie gemalt. Ich habe das Bild fix fertig im Kopf. Und es nimmt mich ja immer sehr wunder, ob das Modell dann genau so rauskommt, wie ich es im Kopf habe. Und wenn es so aussieht und vor mir steht, dann
freut mich das natürlich und dann habe ich richtig Spaß daran. Ausgeklügelt bis ins winzigste Detail, sieht verblüffend echt aus und doch auch wieder nicht. Ich baue das nie 1:1 nach, sondern ich konzipiere das zu einem neuen Objekt. Es gibt keine realen Vorbilder, sondern es sind so gesammelte Eindrücke, die ich dann in den Modellen verarbeite. Seit über 50 Jahren baut er Modelle. Angefangen hat er mit 8 Jahren mit einer Märklinbahn. Ich habe zuerst gedacht, ich möchte jetzt Fahrzeuge bauen, habe dann aber bemerkt, dass der kreative Teil der Motor des Hobbys ist. Also alles, was ich baue, das zeichne ich. Und ich habe als Kind schon immer gerne gezeichnet und gebaut. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre noch ein toller Beruf. Und darum bin ich heute Architekt. Seine Spezialität? Baufällige Häuser. Wie passt das mit dem Architektenjob zusammen? Tagsüber saniere ich alte Häuser, mache alt auf neu. Dann komme ich nach Hause, dann habe ich Freizeit, dann genieße ich es und dann mache ich alles auf alt wieder. Das ist wirklich der Gegensatz von einem zum anderen. Man muss nicht am Abend noch mal dasselbe tun, was man tagsüber auch macht. Genau hinschauen lohnt sich. Schmunzeln erlaubt. Und nachmachen auch. Gerne gibt Marcel Ackle Tipps. Beim Bemalen von Holz und Gips ist Wasserfarbe ein ideales Medium. Und habe da den Schulmalkasten meiner Tochter seit Jahren im Einsatz. Und der bietet mir da die besten Ergebnisse. Das Lindenholz, was ich hauptsächlich verwende, nur mit ein paar Pinselstrichen sieht das schon relativ realistisch aus. Das ist mein Arbeitstisch und das sind alle meine Werkzeuge, die ich für meine Modelle brauche. Also ich zeige gerne, wie man mit so wenig Werkzeug eigentlich diese Ergebnisse erzielen kann. Die Bretter sind ja genagelt bei so einer Palette. Damit man die imitieren kann, drücke ich die da rein. Damit die dann auch optisch etwas zum Vorschein kommen, nehme ich so einen Bleistift mit einer 0,5 mm Mine. Und ich sage immer, Modellbau ist 80% Kopfarbeit. Ich muss dann nicht probieren, sondern ich weiß dann schon, dass es funktioniert. Und wenn man da jetzt auch wieder mit dem Wasser darüber geht, sind auch nachher die Nagellöcher noch sichtbar, auch wenn es dann etwas dunkler ist. Und das sind so Tätigkeiten, die mache ich am Wohnzimmertisch. Da kann ich ja mit der Frau am Tisch sitzen, kann Kaffee trinken, kann nebenbei noch ein paar Paletten anmalen. Und so fährt eine Palette mit der Feldbahn spazieren. Wer mag, kann in Städten gleich selbst loslegen und die aufgeschnappten Ideen umsetzen. Ich tue eine Tankstelle machen. Der Modelleisenbahnclub Städten macht das alles möglich. 2020 hat er was zu feiern. Darf ich Ihnen Lose anbieten, als Unterstützung für den Verein? Der höchst engagierte Verein richtet zum 20. Mal die Modellbahntagesstätten aus und will es auch weiterhin tun. Alles Idealisten. Hier trifft man auch einen alten Bekannten, der mit den Veranstaltern und Besuchern die Begeisterung für das Modellbahnhobby teilt. Also du kannst das im Prinzip einmal fahren lassen, das fährt aber 5-6 Minuten. Und dann kommt es zum Stehen. Der finanzielle Gedanke, der steht total im Hintergrund. Ich sage immer, wir spielen hier Modellbahn und wichtig ist, dass uns das Hobby Spaß macht. Und um das Ganze zu finanzieren, machen wir es öffentlich zugänglich. Mehr braucht es nicht. Ich sage immer, es müssen alle mit einem Lächeln im Gesicht zur Ausstellung, die Ausstellungshalle verlassen. Nicht nur die Aussteller, sondern auch die Besucher. Das ist unsere Philosophie. Und in der Regel gelingt uns das auch ganz gut.